Was läuft, ihr Pappenasen? Bevor ihr euch diesen Dreck reinzieht, abonniert ihr erstmal diesen Kanal. Los, abonniert! Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video! Seid ihr sicher, dass ihr dieses Video angucken wollt? Nein, wer guckt sich so eine Scheiße freiwillig an? Was geht, Leute? Wir machen heute ein Catwalk Wheelie Tutorial. Ich habe das auf YouTube noch nicht gesehen. Voraussetzung, ihr müsst natürlich Wheelies können, ihr könnt jetzt nicht direkt Catwalk Wheelies üben. Ich würde erstmal normal Wheelies üben und wenn ihr das komplett safe könnt, also nichts halbes mit Bremsen komplett drauf habt, dann könnt ihr euch an die Catwalks versuchen. So, ich zeige euch einmal den Kahn einmal. Wir machen das Ganze jetzt mit einer Yamaha DT 125. Komplett original, also keine Ausreden, dass es nicht geht. Originalkrümmer alles. Ich will mir aber eine andere Anlage kaufen. Ich weiß nur nicht genau welche. Und ja, bei Instagram auch abonnieren, nicht vergessen. Und ah, Blinker abgetreten. So, ich gucke einmal, ob der Kamera noch läuft. Nope. Der Kamera. Ja, eigentlich ist es easy. Ich finde es Real Talk sogar leichter als normale Wheelies. Könnt ihr Wheelies? Nein, wir sind Alkoholiker. Fakt ist, ihr braucht auf jeden Fall Schutzkleidung. Ich habe meine Handschuhe jetzt zu Hause vergessen. Perfektes Vorbild. Aber ihr braucht auf jeden Fall Schutzkleidung. Und eigentlich ist es ganz easy. Hört sich krasser an und sieht krasser aus, als es eigentlich ist. Wenn du normale Wheelies kannst, musst du es eigentlich easy lernen können. Innerhalb von ein, zwei Wochen habt ihr es drauf. Aber überstürzt auf jeden Fall nichts. Also, ihr macht euer Knie, wie soll ich das zeigen? So auf die Sitzbank. Dass euer Fuß rechts neben dem Heck ist. Und dann, wie gesagt, Fußbremse und dann einfach hochziehen. Einfach ist gut. Probiert das erstmal. Ihr werdet wahrscheinlich, bei euch wird es erstmal so aussehen. Ja. So irgendwie. Wenn ihr das dann oft genug geübt habt und irgendwann hochkommt, wird es wahrscheinlich so aussehen. Und dann denkt ihr, oha, das fühlt sich ganz anders an. Aber das Ding ist, ihr seid oben auf dem Bike, ihr sitzt nicht, ihr habt viel mehr Kontrolle in dem Bike. Ihr könnt viel besser wenden, viel besser das Bike kontrollieren, sage ich mal. Und ja, das ist am Anfang komisch, aber ihr werdet das schnell rauskriegen. Ich zeige euch mal, was ich meine. Das ist hier nur, ich sage hier nur im Video, wie ich es gelernt habe. Das ist nicht zur Nachahmung gedacht. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, was ich meinte. Ich bin jetzt im dritten Gang, oder zweiten, keine Ahnung. Dritte. Hoch und ihr könnt das Bike jetzt viel besser wenden. Ihr werdet das schnell merken. Wow, Kennzeichen geschliffen. Es ist am Anfang, wie gesagt, krass komisch, aber man muss sich eigentlich nur trauen, dass man denkt, man ist gehört, dass man auf der Sitzbank kniet. Und dann könnt ihr auch Catwalk circlen und alles. Das sieht auch krass aus und es ist auch nicht schwer. Ich finde, wie gesagt, sogar leichter als normal zu circlen, aber natürlich nur, wenn ihr normal wheelen schon könnt. Können wir einen Catwalk Circle machen. Okay, schon reingeschaut. Das ist auch meine erste Fahrt jetzt seit ein, zwei Monaten. Deswegen bin ich auch noch nicht so komplett drin. Ich mache nochmal einen. Ja. Boah, ich muss mehr Luft in den Reifen packen, Alter. Haut mich immer raus aus der Kurve. Wie gesagt, das ist keine große Sache. Man muss sich eigentlich nur trauen. Und ja. Und wenn man das Ganze gut drauf hat, kannst du auch von dem normalen Wheelie im Catwalk reingehen. Das ist ein bisschen komisch, weil du dann mit einem Bein die ganze Karre hältst. Ich zeige euch das mal. Also normaler Wheelie. Hinterm Kipppunkt. Und dann draufspringen. Ich darf das Heck nicht zu sehr ficken, die Karre muss zum TÜV. Da ist die erstmal pissen, Alter. Ja. Wir drehen mal eben. In der Zeit, wo ich drehe, könnt ihr jetzt mal den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich freuen. Glock aktivieren wir auch, Baba. Ja, wir probieren jetzt nochmal ein One-Hand-Catwalk-Wheelie.
Ja, es klappt bei mir auch noch nicht so gut. Aber hierum sollte es auch jetzt erstmal gar nicht gehen. Und wie gesagt, das Geile an Catwalk Wheelies, es sieht halt viel krasser aus. Und du hast viel mehr Kontrolle über dein Bike, meine Meinung für dich. Ja, wir können auch einmal im Catwalk schleifen. Ja, Mann. Langsam hier drüber. Boah, ich habe so Bock auf den Sommer, Alter. Ja, wie gesagt, war es ein kleines Video, weil es sich viele gewünscht haben. Falls ihr noch irgendwelche Ideen habt oder irgendwas sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Das war ein kurzes, knackiges Video. Und dann würde ich sagen, abonniert den Kanal, abonniert mich auf Instagram und nicht vergessen, geht steil! Spaß, bleibt unten. Wenn Sie jetzt abonnieren, finden Sie morgen 50 Euro.